cool. Okay. Twitch sagt, dass mein Stream instabil ist. OBS sagt es nicht. Also wenn es hakt, bitte Bescheid sagen. Muss ich mal schauen. Grausam. Es gibt keinen. Ja, das ist mit dem Pad natürlich nicht so toll. Aber wir versuchen es noch. Thank you.
Nein. Ist schon fies. Wie soll ich da durchkommen? Shit. Oh, Schwangert. Nicht so viel Speed-Ups nehmen. Das ist unfair. Was so? Nein. Thank you.
Boah. Game over. Das ist nicht gut. Wenn ich nach rechts gehe, geht der schräg hoch. Vielleicht doch mal einen Joystick spielen. Das Parallax-Scrolling ziemlich gut aus. Nein! Okay.
Nicht so gut. Spiel das übrigens auf dem Mister. Falls es jemand interessiert. Bullets sind manchmal langsam oder schneller. Das ist das Gemeine. Man kann das dann nicht einschätzen. Ah. Ja, der Soundtrack bin ich zwar, aber wenn es dann frustriert, geht er einem dann irgendwann auch auf den Sack. Kommt aber ein neuer Soundtrack. Zu langsam. Okay.
sich jetzt schon. Ah, nee. Gegner, aber mit einem Leben. Wow. So weit bin ich noch nie gekommen. Patterns, die ich noch nicht kenne. Hast du denn auch eine Amiga oder? Oder früher hat man einen Mega gehabt, oder? Ja, die Community rund um Amiga, die ist schon sehr groß. Da kommen einige gute Spiele raus. Also das, wie gesagt, ist das wird sogar wirklich auch gekauft mit Verpackung, mit allem. Ah, das war jetzt ein Fehler hier. Ja. Und der Typ, der das gemacht hat, der hat da, glaube ich, 3 Jahre daran gearbeitet oder so. Also, ich meine, dieses Jahr hat er intensiv. Ich wollte mich da oben. Das ist schon toll. Und, gibt ja auch immer noch diese Demo-Competitions wie die Revision,
irgendwie um Ostern ist, jetzt natürlich zu Pandemiezeiten nicht. Also mittlerweile kommen richtig gute Sachen für den Amiga raus. Also die welche Community noch größer ist, ist die für den Commodore 64. Da kommt ziemlich viel Zeug raus. Was hattest du denn für Spiele? Nee, das bin ich nicht. Also, ich mache das wirklich nur hobbymäßig. Also, vielleicht schon ein bisschen verrückt, aber ich bin damit groß geworden und irgendwann habe ich das vor ein paar Jahren wieder für mich entdeckt, wie viele eigentlich. Ja. Und das ist eben halt für nach einem stressigen Job eine gute Abwechslung. Achso, ja, habe ich auch. Ich hab das Mega S, also das Mega Drive, also wie heißt es, analog. Aber letztendlich ist es ein Mister, ne? Also was auch ein FPGA. Und das Super NT habe ich. Das ist, finde ich, teuer, vor allen Dingen, weil man den Zoll noch da drauf bezahlt. Das ist halt schon. Hast du dir den Handheld von denen vorbestellt? Ja, ich leider auch nicht. Also das hätte mich schon interessiert, vor allen Dingen. Sah das Display ziemlich schick aus und die Tatsache, dass man nicht nur Gameboy-Sachen draufspielen konnte oder kann und die PC-Engine-Sachen, das ist schon ziemlich cool. Übrigens habe ich das gerade in Reichweite stehen. Hier ist das NT. Super NT. Ja, denke ich auch. Deswegen, ich muss es nicht als erstes haben. Ah, cool. Ich glaube, damals, wo ich das bestellt hatte, gab es nur noch die schwarze Version, aber es war mir egal, also ich finde Schwarz auch schick, deswegen.
Sammelst du denn auch die Spiele oder hast du dir ein Everdrive dann geholt, wo du das dann drüber zockst oder? Hast mich jetzt gerade abgelenkt. Das Mini NT Noir, die neue Version, die habe ich auch. Aber die habe ich noch nicht so oft gespielt. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass diese von dem Joystick, das blaue, dass sich das nicht abschaltet. Ich sammle überwiegend japanische Versionen, also spielbare japanische Versionen. Ja, also das stört mich total, also das mit dem Leuchten. Ich hoffe, dass da mal irgendwann eine Firmware rauskommt, die das abschaltet. War der ja dabei, ne? Oder? Also bei mir waren die dabei, also zumindest ein Pad war dabei. Okay, kriegst du die nicht bei Amazon? Also ich habe zum Beispiel jetzt für meinen Super, ich nutze im Augenblick das hier auch. Das habe ich bei Amazon ganz normal gekauft. Die gibt es, glaube ich, auch so einzeln bei Amazon zu kaufen. Das brauchst du, glaube ich, gar nicht so zu importieren. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es beim NES aussieht. Was sagst du denn zu dem Port, dass die Module da so rumlabbern. Naja, fand ich für das Geld auch ein bisschen enttäuschend. Das hätten sie besser lösen können. Ah, okay. Ja, ausverkauft ist so einiges. Ja, stören hier und da schon. Also manchmal, ich meine, ich kaufe mir hier und da auch japanische Famicom-Spiele, weil die Module sind kürzer und dann labern die auch nicht so rum. So, aber ich habe auch einiges an PAL-Sachen.
Ja, gut, ich hatte auch Dreck. Ich habe da auch nicht mehr zurückgerudert. Wenn ich jetzt sehe, was da so ein paar Leute spiele, also Retro-Plays. Also ich kaufe die Sachen nicht bei eBay, also da sind nur Verrückte. Gib mal retroplays.com ein und das ist eine gute Börse nur für Videospiele. Und da findest du schon ein paar gute Angebote. Vor allem kann man da seine Spiele auch verwalten. Also ich habe da auch ein Profil. Aber noch nicht alles eingegeben. Also schon ein Großteil, aber und hier und da verkaufe ich da auch schon mal was. Ja, guck auf jeden Fall rein. Das ist auf jeden Fall besser wie eBay. Und da sind wirklich nur so auch Geeks eben, halt so wie du und ich hier. Also was spielst du denn so am liebsten? Also hast du ja irgendwie so ein Genre, wo du sagst, ja, Super Nintendo, spiele ich das gerne oder hast du da so ein paar Highlights? Ich hatte früher als Kind hatte ich nie ein NES, deswegen ich bin jetzt mehr so der Sega-Fanboy. Also als von Kind her, aber mittlerweile habe ich auch ganz viel Nintendo-Kram. So doof. PS5 habe ich mir nicht geholt, also bin nicht reingekommen, aber ich habe mir vor einem Monat die Xbox, die X geholt. Ich weiß nicht, mir gefällt das Design von der PS5 nicht. Ich meine, PlayStation, Sony hat natürlich mehr die Spiele, die mich interessieren, aber ich hoffe eben halt, dass es
Xbox auch ein paar coole Sachen gibt. Also ich habe auf jeden Fall noch die 360 und mit der war ich super glücklich. Ganz viele Spiele kann ich auch da noch jetzt drauf zocken. Also das fand ich schon mal ganz gut. So viele Leute, die im N64 aufgewachsen sind. Sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, aber das Nintendo 64 ist mein System, was ich am meisten hasse. Also es gibt ein paar gute Spiele da drauf, die ich mag, aber ich bin da nicht mit warm geworden. Ich weiß noch, dass ich bei der Veröffentlichung habe ich mir das gekauft und was hatte ich mir da, das Shadow of the Empire, das Star Wars Spiel hatte ich mir gekauft. Das war noch ganz gut. Aber dann natürlich das erste Smash Brothers, das war und Donkey Kong Racing. War natürlich mit dem 4-Player-Modus ganz nett. Danke schon mal für das Follow.
sehr geklappt mit meiner Meldung. Ne? Habe ich noch nie live gesehen. Okay, ne? Später mal. Danke nochmal. Hallo, Jan 4, 8, 15, 16. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren, aber danke auf jeden Fall für das Follow. Ich streame zurzeit hier ein Amiga-Game, was dieses Jahr rausgekommen ist. Das ist ein Level, was ich noch nicht kenne. Also, aber die Musik ist ziemlich geil. Ah, und ich fahre gegen die Wand. Also wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Also in English is possible. If you have any questions. Das ist wirklich super schwer. Mann, da ist noch keine Taktik zu. Sehr herausfordernd. Nein. Game over. Oh.
Ich gehe mal hier unten lang. Kann ja wohl nicht wahr sein. Fies, fies, fies. Thank you.
Von hinten. Mist. Okay, ich werde jetzt mal Schluss machen. Ich danke für die zwei Follows, einmal Rob, ATW und Jan. Nochmal danke. Das hilft mir natürlich ein bisschen weiter so. Wie gesagt, ich mache das hier aus Hobby. Mega-Fan, aber habe auch noch alle anderen Konsolen und ich werde sicherlich hier und da noch Mega Drive, Super Nintendo, PC, Engine. Oder vielleicht macht ihr auch ein paar Vorschläge, was ihr sehen wollt. Wenn ihr Fragen habt, unterhalte mich gerne über Retro-Kram, neuen Retro-Kram, wie ihr seht. Neues zu entdecken. Also, ich sag mal, bis dann und noch einen schönen Abend.